Moin, Nico hier. Diese Zeichnung ist auf einem Surface Book 3 entstanden. Like, wenn sie dir gefällt. Ich war für euch in Hamburg, bei einem echten Profizeichner. Mein Kumpel Andy ist genauso einer. Er zeichnet wirklich schon sein ganzes Leben lang. Und das weiß ich ganz genau, weil ich ihn schon seit der ersten Klasse kenne. Ich wollte ihn einfach mal in Surface ausprobieren lassen und hören, was er als Profi so dazu sagt. Tja, leider wohnt Andy im vierten Stock. Hier sieht man gerade, wie sich die Zeichensoftware installiert. Das dauert erstmal. Aber kaum war die drauf und auch richtig eingestellt, hat er diese coole Zeichnung so mal eben aus dem Handgelenk gezaubert. Rüber zum Interview. Als erstes haben wir über den Stift, also den DigiPen, gesprochen und den sogenannten Versatz. Okay, ich glaube, ich habe gerade was gelernt, das muss ich dann einmal so ein bisschen kurz in die Kamera reden. Mach das. Also sprich, wenn der Stift hier ist und übertrieben gesagt der Strich hier entsteht, dann nennt man das Versatz. Genau. Das kannst du, man kennt das ja von der Maus und dem Bildschirm. Man hat zum Beispiel weniger ein Problem mit einem, also der ultimative Versatz, den man hat, ist, wenn man ein Grafiktablett hat ohne einen Bildschirm. Weil eben mein Stift ist hier und ich mal meine Form, meine Striche, die zeichne ich hier, aber die Bewegung findet da statt. Das verstehe ich. Deswegen ist es auch interessant, ob es ein aktiver Stift ist oder nicht. Also ein aktiver oder ein passiver, weil ein aktiver Stift hat eher die Möglichkeit, dir schon darzustellen, wenn du über der Oberfläche hängst, ohne dass du aufsetzt. Also dass er dir quasi ein Symbol darstellt und dann kannst du das Symbol als Orientierung benutzen. So ein paar Pixel, die sagen, hier landest du. Ja, so ein Fadenkreuz zum Beispiel. Dass du weißt, so ein Fadenkreuz ist da. Sobald du aufsetzt, verschwindet halt das Fadenkreuz. Weil dann ist der Kontakt da, dann brauchst du es nicht mehr. Okay, kurze Zusammenfassung. Wer genau hingeguckt hat, dem ist aufgefallen, dass Andy den Slim Pen von einem Pro X benutzt hat. Er fand den einfach gut. Ebenso den Fakt, dass er im Typecover integriert ist. Zum Zeichnen. Ich habe ihm das Surface Book 3 empfohlen, weil es einfach das richtige Produkt aus der Surface-Familie für ihn ist. Was mir hier jetzt wichtig ist, ist, dass der Stift nicht einfach nur gut genug ist, sondern gut. Den Knopf auf dem Pen kannst du mit der Funktion versehen, die du dort haben möchtest. Und die Interaktion mit dem Display ist auf hohem Niveau. Und das finde ich erwähnenswert, weil es die ganze Surface-Familie betrifft. Die Interaktion mit dem Touchscreen ist einfach fein. Und um den Punkt nochmal zu unterstreichen, kommt als nächstes der Teil, wo ich und Andy über die sogenannte Verzögerung gesprochen haben. Du hattest gerade den Versatz erklärt. Den habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Mhm. Dann gab es aber noch die Verzögerung. Genau. Und das ist, wenn der Stift bzw. das Zeichenprogramm nicht dem Stift folgen kann. Und wie viele Millisekunden sind tolerierbar? Für einen Profi? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich hab mir selber noch nie Gedanken um Millisekunden gemacht. Das hängt auch tatsächlich davon ab, ob du zum Beispiel ein Schraffierer bist. Weil der Schraffierer macht ja viele kleine Linien. Ich glaube, der wäre richtig genervt. Ich mache das eher nicht. Ich mache eher klare Linien. Deswegen ist mir das eigentlich egal. Und ich finde das persönlich oft auch ganz nett zu beobachten, wenn du eine lange Linie ziehst und du kannst quasi sehen, wie die Linie sich bildet. Aber das ist mir jetzt hier überhaupt nicht aufgefallen. Deswegen kann ich sagen, dieses Vergnügen hatte ich heute leider gar nicht. Also mit anderen Worten, rein von der Verzögerung her geht das Surface durch den TÜV bei dir? Ja. Versatz? Also, Versatz auch alles super. Okay. Also ich hoffe auch, dass du es vergisst, wenn du dich nachher wieder aufmachst. Also das hier. Nicht das, was ich dir erklärt habe. Ach so. Also, beim Profi durch den TÜV gegangen. Wir haben natürlich an dem Tag noch viel länger gesprochen. Aber ich habe mir diese zwei Stellen rausgesucht, weil sie Themen behandeln, die für die Branche relevant sind. Was ich damit demonstrieren wollte? Na, die Interaktion mit dem Display ist bei einem Surface auf höchstem Niveau. Nicht bei jedem Touchscreen-Device selbstverständlich. Und das ist auch etwas, was ich persönlich schätze. Wenn bei einem Stück Hochtechnologie ein Feature nicht einfach mit Minimalanforderungen mit an Bord ist, sondern das, was es kann, kann es auch richtig. Like. Also nochmal vielen Dank an dich, Andy, dass du dir für Expedition die Zeit genommen hast. Und auch für die Zeichnung. Und an dich, der du zuschaust, danke für deine Aufmerksamkeit. Lass mir ein Like hier, wenn du magst. Ciao.